Weiß auch nicht, ich wäre froh, wenn ich noch ein bisschen warten könnte, weil dann könnte ich nochmal. Was könntest du nochmal? Nochmal aufs Klo gehen. Ich habe immer so ein Angstpipi. Ich muss dann immer aufs Klo. So ein Angstpipi? Ja, dann geh doch halt nochmal aufs Klo. Das passt doch. Ja, ich spiele ja jetzt nicht. Jetzt habe ich keine Angst. Ach so. Also jetzt stehst du mit dem Angstpipi. Ja, wenn ich aufgeregt bin oder irgendwas machen muss, dann habe ich immer so ein Angstpipi. Hi. Das ist gut, dass wir das. Ich hoffe, ihr habt das alle gehört hier im Stream. 40 Leute schauen zu. Lisa hat Angst, Pipi. Also, das war tatsächlich das Erste, was ich gehört habe, als ich wiedergekommen bin. Aber guck dir mal die Lobby an. Die ist so hart, Alter. Das ist so krank. Das ist so krank. Also, ich würde nicht gerne spielen. Ich setze alles auf Smoothie. Ja, ich auch. Er ist der Underdog. Ich habe mir auch in den Stream geschrieben, so bitte gewinn das Ding. Wenigstens da, Top 3. Das wäre doch so nice, oder? Ey, ohne Scheiß, ich schreibe dich dann sofort an und sage, du musst jetzt zum HVW kommen. Wenn du in dieser Lobby schon rasierst, dann musst du irgendwas. Der muss jetzt dir, schon kommen. Was dir machen. Und da ist der Jan auch gleich weg direkt. Ja, da kommt immer wieder, das ist das Problem an ihm. Zitat Lisa, Freundin von Adrian. Aber jetzt mal von True, wer ist von denen jetzt euer Favorit, der wo ihr denkt, ihr könnt es reißen? Alex. Alex? Ja. Ja, Menschi ist halt für mich auch noch so riesig dabei. Christian oder Menschi könnten auch noch gut machen. Ich sag wahrscheinlich die Sache, die keiner hofft und keiner. Sebi. Ja, also ich weiß nicht wieso, aber. Ich. Also wenn er jetzt nicht hart gefokust wird, auch teilweise. Weil da ist er weg. Ja, also er ist ja auch so Top-Spieler eigentlich. Nicht eigentlich, er ist es ja. Ja, und aber es ist halt immer noch ein FFA, aber ich würde es mir wünschen für Smoothie. Smoothie oder Empo? Das sind so die zwei, das sind meine Favorites. Na, jeder weiß, dass Empo gewinnen könnte, wenn Smoothie das so wollen ist würde. Halt einfach. In der sag mal so, ich auch im Herzen will jeder, dass er gewinnt. Ja. Genau, sehr nice. Das ist die richtige Einstellung, Dark Lurak oder Iron Manu, eins von beiden, was dir lieber ist. Ich wäre hier nicht sehr gerne, weil es ist, es ist sehr, sehr, sehr hart. Also, boah. Also ich fahre auch lieber bei uns in Hype Team 2 Wars an, anstatt in so einer Lobby mitzufahren. Alter, schon mal der zweite Platz für Alex. Olli, wir vergessen auch Olli öfters. Oh, ja, Olli ist halt auch ein sehr krasser Spieler. Wie soll ich es machen? Soll ich zwei Rennen hier bleiben oder direkt jedes Rennen mal rumswitchen? Ist Barker raus? Haben wir nur noch Jan, Smoothie und Alex, oder? Ne, und Barker. Und Barker, okay. Ich gehe dann mal. Soll ich zwei Rennen da bleiben? Zwei, zwei, zwei immer? Ja, das passt. Okay, dann bleiben wir noch ein bisschen hier bei Alex. Alex ist auch sick. Ja, ja, übel. Also Olli, den darf man nicht vergessen. Also, bei der Einteilung, da hatte ich ihn noch nicht so ganz auf dem Schirm, aber der ist einer, der scored extrem gut bei WC Gold. Also, wenn du es fair machen willst, musst du 3-3-3 machen, weil mit 2-2 hast du dann ein nur. Okay. Zweimal. Ja, Problem ist, ich will halt... ja, nee. Ja gut, dann machen wir es einfach. 3-3-3. Ich hoffe, der Alex, der hat sich ein bisschen warm gefahren. So, das ist halt, es kann ein Fluch und ein Segen sein, im Finale direkt zu sein. Du kannst dich nicht richtig einfahren, aber du bist nicht komplett mit den Nerven halt schon überstrahlt. Hey, du, gehst du zum Schwimmen? Vergiss nicht, dein Handtuch mitzunehmen! Vielen Dank für dein Follow, Venu43. Die Frage ist, ob solche Leute wie Alex, ob die sich einspielen müssen. Das, ja. Ich glaube es tatsächlich nicht. Nein, also ich weiß nicht, also selbst die krassesten Leute, die müssen sich doch irgendwie so ein bisschen einspielen. So, ich weiß nicht, jetzt mein Name kann. Ich glaube, die machen das mit TT'en. Ja. TT'en einfach ein paar Runden und dann passt das. Das hat die Lines passen. Boah, schöne Bühne. Alter. Und tschüss Jan, tschüss Olli. Da hat Empo Glück gehabt, dass Olli die zweite Grün noch aufbekommen hat. Ich glaube, sonst wäre Empo auch weg gewesen. Boah, der Damager. Also Alex, richtig krass. Venu schreibt Hilfe. Alex braucht sich nicht einspielen. Okay. Ja, ist glaube ich auch. Also, dass Alex sich nicht einspielen muss, ist gut möglich.
Er ist halt nicht umsonst Gewinner vom letzten Turnier. Ich glaub, Menschi wird den Flug nicht überstehen. Boah! das tut weh. Ja. Und auch überfahren werden. Und das war wieder Nintendo Switch Online. Da wird von Menschi überfahren, als Menschi auch noch klein war. Das wird dann nur falsch angezeigt. Ey, krass. Wie viele Leute der halt tötet. Ich meine, okay, das waren jetzt Reds, aber trotzdem, wenn man so guckt, so, der Alex, der macht halt schon, der bringt richtig frischen Wind hier rein und zerstört ja. Halt einfach querbeet alles nochmal. Das ist richtig schön mit anzusehen. Sehr gut, das Handtuch darfst du nie vergessen. Ah. Bist du nicht in der Ecke rumgestruggelt? Was in so einer Lobby jetzt natürlich kacke ist, wenn du halt gewinnen musst, ist ein Rennen, wo du hinten bist, tödlich. Das stimmt. Es lief halt jetzt auch sehr Weil die beiden Varius mit Menschi und Christian sind schon wieder beide vorne. Und einer hinten, wir haben drei Varius. Olli ist auch okay. Ja, also Christian gerade noch erster, Olli, Sam, Just a Troll und Alex sind so gerade so die Top 5. Aber es ist halt eh noch alles drin. Ich meine, der 12. der tut natürlich sehr weh. Das ist korrekt. Aber man kann immer darauf hoffen, weil die spielen alle auf ein gewisses Niveau, auf einem gewissen Niveau. Dass eine Red das ganze Spiel, die ganze Rennen für dich für den Arsch ist so. Und dann haut sich halt komplett nach hinten. Deswegen ist es noch nicht. Es kann scheiße laufen für alles, aber es kann auch noch für den nächsten Scheiße laufen, zum Beispiel für Christian oder für Menschi oder so. Und dann ist der Alex nicht mehr so aus dem Rennen. Also, Geheimfavorit Olli, ich kann alles. Ja, also, wie gesagt, vorhin, der Olli, der ist einer, den darf man nicht vergessen, ohne Scheiß. Ich hab mir, oder wir haben uns die Tables angeschaut von dem, von den CWs und der rasiert ja schon richtig krass. Es ist halt immer noch ein FFA. Solange ein WC-Member gewinnt, ist alles egal. Nein. Also, ich will, dass unbedingt Smoothie das rockt. Ja, oder Christian oder einer von HVE. Ja, also jeder bis auf WC oder was. Weil sonst, ja okay, ich meine, da ist noch Sam, da ist Murat. Wieso nennt das sich überhaupt Murat? Weißt du, es ist doch eh schon so ein... So, man weiß, wie er heißt, nennt sich aber im Spiel Sebi, aber jetzt nennt er sich Murat. Also, Sebi, ein guter. Das kannst du mir mal erklären. Immer noch Alex, oder? Ja, es ist das dritte Deck. Okay. Ja? Ja. Genau. Ja, ich mach jetzt 3-3-3. Schauen wir jetzt erstmal 3 Deck. Boah, wie Murat. Ja, der will's wissen. Das ist halt natürlich richtig kacke. Sowas. Bombe. Alter. In dem 6v6 mag ich das auch gern, aber ich bin im FFA jetzt nicht so, aber ich weiß doch nicht, was bringt dir das, wenn du da 5 Sekunden stehen darfst, um einen wegzuretten. Nichts. Legit halt nichts. Nur abzufacken. So. Aber ich weiß, dass da gab es eh schon mal so ein bisschen so ein angespanntes Verhältnis, weil es beim letzten Turnier irgendwie auch was war, dass das Ligo oder Alex so ein bisschen hart miteinander gespielt haben, so, was da auch dazu gehört. Alex kann jetzt noch einen Stern, er hätte noch einen Stern bekommen können. Ja, aber er kann sie noch. Ja, okay, so. Ja. Okay. Das ist schon die letzte. Das ist halt auch richtig gut, ja, aber das war so. Ja, also, da hat Sebi jetzt Karma kassiert. Ja, das wollte ich jetzt sagen, so, das ist so verdient, so. Für das, dass er jetzt die Red Zone. Sebi ist einfach nur neidisch, dass Alex besser ist. Ja, und man darf halt trotzdem, muss man sagen, dass der Sebi trotzdem. Obwohl er nicht aktiv Imperium spielt, ein krasser Fahrer ist. Das darf man halt nie vergessen. Ja. Hey du, gehst du zum Schwimmen? Vergiss nicht, deinen Akku Vielen Dank Akku für dein Follow, Menschi. Vielen Dank. Erst jetzt kommt er. Alles noch just in time. Bis zur Verlosung.
Was ein Müll. Okay. Ja. Willst du auf Smoothie jetzt wechseln? Yes. Möchte ich. Zu baggen. Schauen wir mal, wie er so eigentlich noch schaut er motiviert aus. Simon hält sich auch noch ziemlich weit vorne. Der ist overall auch noch in den Top 4. Ja. Ja, das entscheidet dann der Zufall. Per Glücksrad, Ole, nach dem Turnier. Also, jetzt brauche ich gutes RNG. Und die ganz oben sind schlechtes RNG. Sonst komme ich gar nicht ja, weiter. Ja, der gebannte Kappa. Ja, es stimmt schon. Aber trotzdem ist der. Das, ja, ich weiß, dass er Probleme gemacht hat in dieser Szene, aber trotzdem ist der ein krasser Fahrer. Das ist so. Ich meine, Alex sollte besser sein, nicht so schlimm und davon aus, die weil Tatsache, dass ich im Finale er fährt aktiv DV3 oder DV2 sogar mittlerweile. Das ist schon für mich eine Ehre. Je nachdem, was WC war, ich glaube 3. Ne, 4. 4. Aber dann 3. Aber denn. Nach dem neuen System werden sie DV2 sein. Okay. Ne, man kann nicht mal gewinnen, oder? Ah, also ich wollte nicht mal nach links gehen, aber passt. Ich kann auch baggen. Man kann nur einmal gewinnen. Stell dir vor, 7-mal den gleichen Namen zu ziehen. Ich berg wahrscheinlich, hab sowieso wenig Freude. Das freut die ganzen Leute, die zuschauen. Jetzt 7-mal Ole gewinnen. Das ist jetzt der Smoothie. Der Underdog in dem Turnier. Also der Michael hat da gemeint, wie soll das da genau jetzt da? Ja. Okay, auch wenn Smoothie sympathisch ist, würde es, glaube ich, wenig Sinn machen, die letzten drei Rennen bei ihm zu verbringen. Das ja, ist, das ist vorne, wo die Entscheidung gefällt ist. Da hätten wir Alex als letztes aufgewandt. Ja, das habe ich gerade auch gedacht, das wäre schon geil gewesen. Oh, kick. Er muss die Bild einsetzen. Ja. So, schwarzen ist er komplett gefressen. Ich habe gestern die Spots sind. Was soll ich machen, wenn Leute gefokust werden, Jut? Das ist halt, dass einer den anderen nicht mag, ja. Ich meine, Merv hat anscheinend auch gegen Christian ein bisschen heftig gepuppt, weil ich den jetzt bannen soll, deswegen, nein. Also, schwierig. Das kann man leider nicht ändern. Genau. Mal gucken, lebt schon weiter, man will nur abkacken. Das, was Sebi da gerade gemacht hat, ist zwar scheiße, aber es war eine Red. Das kann man taktisch nennen. Das würde ich jetzt noch nicht krassen Fokus nennen. Das ist gar nicht gut. So gesehen ist halt auch Alex ein Favorit, weil er schon alleine das letzte Mal gewonnen hat. So. Er hat den Titel zu verteidigen und da. Ich mach's halt. Schwierig. Ich würde es auch noch nicht komplett als Foto. Wurde Jay gebannt? Jay ist eh rausgeflogen. War wirklich ein Frame davon entfernt. Aber man muss gucken, was wir fürs nächste Mal machen. Ob man den jetzt halt für die nächste Mal gesperrig gibt. Das war's. Ja, der Arme. Na, das muss ich jetzt erst gemacht haben. Weil das war ja das Einzige, wo wir gesagt haben, dass das nicht erlaubt ist. Oder eher du. Ich würde nicht umgehen. Also erster und so weiter werde ich sowieso nicht. Aber das passt. Geht schon klar. Ja, ich bin jetzt ganz von Christian und Olli sieht so aus, als würden die beide das momentan noch unter sich ausmachen. Ja, perfekt. Und ich habe einfach nur Müll RNG. Ja, es ist schwer, jemanden so auf die Anklagebank zu setzen. Klar, man weiß, dass es halt ein bisschen, dass da wenig Sympathie da ist zwischen Alex und Sebi, aber so what, was soll ich tun? Das, so wie Michel gerade argumentiert hat, kann man noch nicht mit falsch. Krassen Fokus abstempeln. So. Ja. Es wollen viele baggen. Damit komme ich klar. Wobei, ich glaube, den run ich sogar. Hat mein JP Gewinner gesagt. Ich solle lieber run, wenn ich ganz hinten bin. Weil es ziemlich schwer ist, Coins zu collecten. Das ist immer so krass, wenn Lisa nicht das ohne Sound hören und dann auf einmal so ein Sound-Alert kommt, der so laut ist.
das in der ersten Runde gehört, Lisa. Das nächste Mal gucken, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, ich wüsste jetzt alles auch gar nicht, ich wüsste auch gar nicht, was ich umstellen soll bei ihm. Ja. Es ist in Ordnung, alles gut. Ich kann die Sound-Alerts auch leiser machen. So. Ja, da kam die Red. Wir haben jetzt halt drei Rennen Alex schon angeschaut. Das ist das Problem. Wir könnten. Das ist das zweite Rennen von Smoothie, ne? Ja. Gut, dann machen wir es einfach so. Ja, so zwei so, Rennen Smoothie, also zwei so Smoothie noch, dann gehen wir zu Jan, zwei zu Marker, zwei und dann zu Alex auf jeden Fall. Ja. Das ist eigentlich ganz. Vielleicht schieben sogar noch ein, zwei Rennen. Mhm. Ist natürlich geil, wenn Christian oder Olli streamen würden. Ja, das wäre insane. Ich wollte eigentlich so Singleboxed, aber. Boah, ich glaube, Jan und Barker haben auch beide die Qualitäten, dass sie noch am Ende auch vorne sind. Wenn die da jetzt ein, zwei gute Rennen holen. Es ist halt, ja. Außer jemand schockt. Jemand könnte Second Set schocken. Das ist halt eigentlich Double Box sein sollen. Wer ist das dabei im Menschen? Ich weiß nicht. Entweder Menschen oder Christian. Oder Olli. Olli auch, Vario? Ja, ja. Das haben die anderen, die am dicken. Oh, nein. Empo. Oh. Genau, dass ich es eingesetzt habe. Der macht den Motherfucker, da. Genau, dass ich es eingesetzt habe. Frame davor. Vergiss es. Das ist schade. Alex auf 1. Alex das ist schade. Erster mit Olli. Das Turnier war zwar für mich, aber. Krass. Hat Spaß gemacht. Aber was halt auch sehr, sehr, sehr nice wäre, ist, wenn jetzt halt ein Streamer, wo streamen kann und der andere halt zweimal Platz 1 sind und dann sich unter sich ausfechten müssten. Oh, das wäre auch richtig geil. So vier Rennen oder so. Oder drei. Ich hätte wirklich baggen sollen. Schön mit anzusehen. Du musst wechseln auf Barker, ja, oder auf Jan? Ich gehe jetzt auf Jan-Chan. Jan-Chan 01. Oh, ich habe Jan-Chan weggeklickt. Verständlich. Dann sind wir jetzt bei Barker. Ja, ich hole ihn wieder zurück. Ja, so, da ist er wieder. Dann bleiben wir erstmal. Ich mache mich kurz auf Stumm, weil sonst hört ihr gern doppelt. Ja. Yes. Murat 41, also auch gar nicht so weit weg. So 10 Punkte ist machbar. Es ist jetzt hier das 6. Rennen. Es ist alles theoretisch noch möglich. In den Rennwechseln ist es schwer, gut, bei Jan zumindest. Jan hat einen ziemlich krassen Delay. Also zu Jan kann man auf jeden Fall nicht wechseln. Warum so steil, kannst du auch in den Rennen wechseln. Jan hat dann den Delay rausgenommen. Ja, aber das könnte man theoretisch machen. Also das Problem ist halt, ich muss immer. Zack, zack und zack, das sind halt immer so ein paar Klicks. Oh, ist sehr, sehr anders. Also ihr müsst es geändert haben, Todi. Ja, der hat es geändert. Ja. Jan hat 2 Sekunden wieder. Ja, also der hat es geändert. Ich habe ihn gebeten. Christian, ja, und Alex hinten. Todi MKC Cast wäre richtig gut. Für die deutsche Community immer gerne. Ich, ja, und noch irgendjemand, der mit dem Kopf ist. Jeder Mann in den Kopf. Tempo. Tempo, der will das, glaube ich, gar nicht. Ich und Tim Cario, ja. Easy Farm, wenn Tim Cario sowas Bock hätte. Hätte ich Bock. Mann, ich kenne ihn zwar überhaupt nicht, aber ich denke, es ist ein ganz cooler. Das würde, glaube ich, ziemlich gut passen. Wäre schon nice. Was ist ja wirklich dann? Ja, das ist ja auch mal ein World Cup gemacht. Und das war ziemlich gut. Oh, hab ich hier ein Kilo gewissen? Ah, ne, hab ich nicht. Genau das. So, sorry. Jetzt haben wir oben einen Kasten und ich weiß nicht, ob du das siehst. Ah ja. Das ist doch im Stream auch. Ja. Gib mir mal diese eine Rolle. Turnierteilnehmer. Wieso? Aber guck mal, hier kann er noch ein bisschen was gut machen. Sechster.
Okay, wie sieht es jetzt gerade hier so in der Lobby aus? Okay, Olli hat sich jetzt gerade den ersten gesichert. Christian ist gerade ein bisschen weiter hinten mit 6 auf Alex und ich glaube 7 auf Olli. Dann gehen wir mal nochmal zu dem Barkerle rüber. Ja, also ich switch jetzt einfach ein paar mehr. Ich finde das, was Jutzak gesagt hat, auch eine gute Idee, dass man halt man muss es nicht so steif machen eigentlich. Ich finde es auch eine gute Idee. Gerade fürs Finale, vielleicht kann man ein bisschen so mehrere Eindrücke währenddessen auch kriegen. Also wir sind jetzt gerade bei Barker. Danke, Jut. Du bist so ein guter Mensch. 1 auf 7! Boah, jetzt sogar ich bin am Sweaten, so, weißt du, obwohl ich wieder mitspiele. Richtig krass. Also, ich muss generell sagen, ich bin froh, dass ich. Hast du was? Dass ich da generell nicht mitspielen muss. Hätten noch welche gebraucht, der hätte die alle mitspielen müssen. Ich hätte Fabi jetzt erst bei mir. Ja, beide. Auch, ja. Oh je. Splitscreen. Also ich muss echt sagen, so Partystraße ist auch eine Strecke, so viele mögen die, aber boah, ich bin die so kacke. Ich hasse die auch. Am Anfang war es tatsächlich eine meiner Lieblingsstrecken, aber wenn du halt gegen Competitive Leute fährst, ist das halt komplett was anderes. Ja klar, das ist korrekt. Der Leg Trail, der war jetzt halt auch unlucky für Barker. Ja, finde ich auch. Partystraße ist schon ein bisschen random. Kannst halt mit einem guten Bild, kannst du halt so viel gut machen, das ist so krass. Der hält sich stark wieder auf den Platz. Kaplan, wie ich immer noch Dritter bin, aber okay, nehme ich. Unlucky, dass du da keinen Clown bekommen hast. Ja, das ziehen halt wahrscheinlich 3-4 Katzen aus. Ja. Und schmeißt er sie auf Alex, kriegt er die Red ab. Okay, was denn sonst? Kannst du nichts machen. Er hat sogar defensiv gespielt, dass er ja. Da die nicht geworfen hat, dann kommt der Boomerang. Ja, das ist. Und das schon Feuer. Und schon wieder von mir. So, zweimal so mehr, einmal mit dem Boomerang. Ach komm, oh Gott. Ja, so ein Bill hätte es wahrscheinlich gut getan, aber wäre jetzt auch nicht ausschlaggebend mehr, wenn wir an der erste Schritt. Okay, er kann sich noch einen holen. Und Menschi? Und Menschi auch. Natürlich ein Running Track, wenn ich hinten bin. Aber okay. Alex auf 1. Nice. Also der und Olli, die machen das hier so. Ja. Die sind jetzt gerade so ein bisschen am Fighten. Meinst du, also im FFA passiv spielen schlechte Idee? Na, ich meine, ab und zu ist das gar nicht mal so verkehrt so. Wie hat der gute. Oh, wie hieß der? Gute, heißt das Stefan? Zumindest der. Was meinst du denn? Dieses krasse Zitat: Wer seinen Schutz wegwirft, stirbt! Ja, ist Stefan. Genau, Gamer Snoop, genau. Und er hat schon gesagt so: Wer seinen Schutz wegwirft, stirbt! Und die Devise ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wann kommt die Atombombe? Ehre geht raus, Gamer Snoop. Ehre geht raus. Ja, stimmt schon. Aber hinter ihn hätte auch einer ihn jetzt Red oder Green kennen oder so, weißt du? Das wäre auch möglich so. Man hat ja nicht gesehen, was mit ihm passiert, aber da kam ja jeder Boomerang. Also so oder so, der Boomerang wäre vielleicht dann auch besser gewesen, weil der also das ist jetzt hier WEC Alex. Ja, ich hätte sie auch geworfen. Ich bin dann auch ein sehr aggressiver Spieler.
glaube, der hat jetzt kein Dodge. Ja, der Jan. Also eine Red und der ist ein. Ja, ich glaube, Jan muss da unten ins Fahren. Okay, der schmeißt sie nicht. Suspekt! Verstehe ich auch nicht. Aber ich meine. Naja, er kann natürlich immer cutten. Und genau. In der FFA ist es meiner Meinung nach unklug. Ja, guck mal, sehr, sehr aggressiv, den ersten zu attackieren, genau deswegen. Wegen ja. Der Blue. Okay, ja, das ist. Also ich wollte es gerade ähnlich sagen, dass es vielleicht gar nicht so verkehrt ist, auf 2 zu bleiben. A, Jan ist weiter hinten von den Blue genau. Her. Und als zweiten bekommst du immer einen Dodge. Ja. Also fast immer einen. Hier ist keiner versteht, er wartet auf die Blue. Ja. Haben wir muss jetzt hoffen, dass da nicht noch eine kommt. Das sind die auch zwei. Let's go. Aber da ist jetzt der Red Seed. Aber ich glaube, er hat das schon vorhin ein bisschen passiv gespielt. Das ist halt natürlich kacke. Oder da kommt das Lucky Horn. Oder zieht er gleich noch Christian mit. Christian mit. Und Smoody ist auf 1. Ja, aber ich. War ein guter Play, so. Das wäre Christian auf jeden Fall weg und der ist der, ja. Wo ihn noch potenziell gefährlich werden kann. Boah, Christian schnappt sich das Double. Okay, dann war. Oh ja. Oh. Das war halt das natürlich. Die das Karma, die Revanche für gut. Und Christian hat es auch nochmal erwischt vom Ziel. Oh. Das könnte jetzt sein für Olli auf 4. Yes. Olli plus 3. Und wieder tauschen sich Olli und Alex, geben sich wieder so die Klinke auf der Krone. Gut, gehen wir mal zu Jan rüber. Der gute Jan. Ich rauche jetzt mal kurz den Kopf. Nur einen? Wer ist denn nicht schon gekommen? Es sind weiß schon ein paar mehr nicht. Gewesen, aber jetzt halt wieder ein zum Nachtanken. Warte. Ich bin zwar schlecht, wirklich. Die sind ja auch noch so schlecht, ganz ehrlich. Ja. Ich meine, unglücklich gebammt am Anfang. Wer ist denn hier in diesem komischen Kart? Okay, der. Smoothie. Nee, das ist der links. In welchen Karten meinst du das? In diesem, ich glaub, Mercedes oder so, was ist das? Ach so. Also nicht in Silberfrei, sondern dieses bisschen breite da. Warum hat er da gedraftet? Warum ist hier niemand? War jetzt am Olli sniped? Ein Gönnen. Das ist jetzt mit mir in dem Sandwich. Was macht man da? Denk mir noch in den ja, ich glaube, das ist GLA. Okay, sie hat recht. Müsste die GLA sein. Auf jeden Fall jetzt mit Mercedes, da gab es schon 2-3 Jahre. Boah. Ich esse. Fragst du, ob man Olli jetzt irgendwo hinten sieht, weil Alex ist, glaube ich, auf 2 oder auf 1 sogar. Das ist sowas. Ja.
So ein Varius Erster geworden. Wenn das Olli ist, hat er jetzt einen extrem großen Vorsprung auf Alex. Ja, weil Alex ist hier 6 oder 5 geworden. Christian. Nee, Olli 10. Boah, also das tut es den Christian richtig gut. Guck's dir mal an. Ja. Also er hat es richtig gut aufholen können. Also die Top 3 ist halt... Die sollte feststellen. Die sollte jetzt... Ich tatsächlich, aber jetzt entscheide ich nur noch unter die W25 Silver Arrow. Heißt der so? Hat er so einen kacken Namen gekriegt? Gehen wir mal zu Smoothie rüber. Das ist noch so ein Mid-Track. Keine Ahnung, ob ich so auf Bock hab. Kennt was ich pick, der Benz, oder? Ja. Anscheinend. Was für ein verkackter Name haben die denn dem Benz gegeben, ey. B25 Silver Arrow. Kannst du dich noch dran erinnern? Christian war 1, oder? Ja. Christian 1 und Hyrule ist gefährlich für die anderen. Das ist korrekt. Christian, das ist seine... Das ist die nächste Strecke, so, ja. Okay. Aber das ist die Frage, wann die Blue kommt. Chat. Ja, aber trotzdem im Englischen... W25, das hört sich an wie irgendwie irgendwas zum Fetten von Ketten oder so. Wie heißt denn dieses eine da, dieses Öl, Universalöl da? Das ist doch auch irgendwie sowas. Oh. Aber das ist nicht der Silver Arrow, das ist doch diese... Ja, WD40, genau, hier. W25, ja, Silver Arrow. Da war alles weg. Das hört sich so behindert. Die Items. Smoothie hat ein Vario unter sich. Ich frage mich, ob das Christian oder Olli ist. Das sind zwei. Ja, einer ist Menschi. Das heißt, der andere Vario ist ganz vorne. Oder vorne mit dem Pack drin. Ja, ja, also ich sehe vorne ist ein Bewohner, hat jemand genommen. Keine Ahnung. Oh, Christian ist hinten. Weil der andere Wario wurde gerade auch getroffen. Das ist noch eine 100. Der Wario vorne, der ist ziemlich weit. Ja. Oh Gott. Könnte auf jeden Fall. Oh, das ist hier Daten. Ja. Zumindest kann ich jetzt auf Schock oder so hoffen. So, wir gehen jetzt mal rüber zu... Wen haben wir jetzt noch gar nicht... Geh mal zu Alex. Kommt die Blue auf jeden Fall? Aber der Stern auf 4, der könnte ihm das Rennen gewinnen, wenn jetzt nicht die Blue kommt. Ja. Wow. Oh. Mega. Christian landet sogar wahrscheinlich vor ihm. Ja, und da holt sich der Barker. Olli ist ganz, ganz weit hinten. Ah, das tut es richtig. Das ist insane für Christian. Übel. Alex trotzdem mit Plus 2. Wie close, die drei, die machen mich fertig. Merv könnte sogar, glaube ich, noch die Top 3 angreifen, den dritten Platz. Das sind jetzt, glaube ich, 11. Oh, krass, krass, krass. Das ist so übel. Das ist so übel. Wie viele Rennen sind es denn jetzt überhaupt noch? Es sind nicht mehr so viele, ne? Vielleicht 3? 2? Sehen wir ja gleich. Noch 2 Rennen. 2 Rennen, okay.
starte jetzt mal bei Alex. Wir schauen mal kurz hier ein bisschen rein. Immer wieder dran, mal auf die Kekse zu gehen, sagt mir wenigstens. Wobei, Alex ist, glaube ich, schon gar nicht so schlecht. Die letzten zwei Rennen. Alex ist noch auf 1 overall. Ja, es wird jetzt halt jetzt, ich sag's mal so, für die anderen neuen Teilnehmer heißt es halt nur noch jetzt, dass man eine gute Positionierung bekommt. Aber man könnte jetzt tatsächlich auch noch abfahren. Ja, das was Sebi gerade macht. Der Park hat er, glaube ich, gerade schon gepickt. Ja, ich glaube aber, Mer hat noch die Chance auf den vierten Platz. Das sind 10 Punkte auf Olli. Ja, also der Fokus liegt komplett. Das ist, dann Sebi. Guck's dir an. Ja, das ist schon mies. Einmal benehmen kann der Junge. Weißt du, kann halt da nichts machen, der Junge ist die ganze Zeit da. Die ganze Zeit. Ja, weißt du, das ist halt echt nicht mehr fair. Das ist halt echt nicht mehr fair. Ja, nicht im Stream lesen. Nicht aber im Stream lesen. Sorry dafür. Ja, hör doch auf zu schreiben. ja, das wäre okay, Patrick. Also, es ist halt so fucking mies einfach nur. Das ist so fucking mies einfach nur. Das ist, weißt du, es ist. Trotzdem noch machbar. 4 Punkte auf den ersten. Warte mal, ich. Wo ist er? Ja, ich weiß, Alex, weiß ich, das ist... Eigentlich sollte man sowas wissen, Sebi war doch eher derjenige, der schon gebannt ist und ich glaube, mit so einem Verhalten führt es nicht dazu, dass er halt ein gern gesehener Gast bei weiteren Turnieren ist, auch bei anderen Streamern. Ja. Aber es ist dann seine Sache, wie er sich denkt, da verhalten zu müssen. Yep. Ja, das ist so eine persönliche Differenz wahrscheinlich auch und ich habe ihm aber jetzt auch geschrieben, dass es jetzt echt gut ist mit dem Fokus und fürs nächste Mal ist der halt, weil es ist, es soll jetzt einfach weitermachen, ich verstehe es nicht, ich verstehe es echt nicht, es ist halt echt kacke, gerade bei den drei, wo es entscheidend ist, soll er doch die anderen trollen, das hat da keine große Relevanz mehr, aber gerade bei den drei ist es doch verdammt wichtig, dass man da die einfach jetzt fahren lässt und es nicht übertreibt, so wie der. Weil es halt nicht läuft, wie er will und ja, weiß nicht mehr. Dadurch haben wir aber jetzt ein sauspannendes letztes Rennen. Das ist korrekt. Es ist halt nicht hundertprozentig korrekt. Ja. Ja, also es ist halt eh Metro, da ist eh immer. Ah, es ist gerade so auf den Shop, Alter. Das ist so crazy. Ich bleibe jetzt auch jetzt voll bei Alex, weil es ja ist echt spannend zu sehen, was braucht. Momentan sieht es ziemlich gut für Christian aus. Er hat doch nicht den Befest. Ja, hast du recht, Hütz. Gebe ich dir ein paar recht, aber ich werde die Konsequenz ziehen. Das wird auch diskutiert. Ja, aber nicht live im Stream. Genau. Ich
halte mich doch ein bisschen zurück, weil generell würde ich jetzt auskosten. Aber Alex hat da jetzt ein saugutes Set, um das noch zu Ende zu fahren. Ah, boah. Boah, der Schock, Gott sei Dank. Okay, aber... LOL! Oh. Ah. Das gibt's ja gar nicht. Und diesen... Oh, ist das unlucky. Mega krass. Also das... Das ist heftig. Das ist heftig und Schmutz und heftig und heftig und Schmutz. Alter, war das close. Leckt mich am Arsch. Christian und Olli, ihr zwei, ihr seid einfach zu hart. Mit einem Punkt. Mit einem fucking Punkt. Ja, krass. GG, Olli. Glückwunsch.